Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Undertale. Ja, in der letzten Folge wurden wir von Undyne gejagt, wurden auch von dieser komischen, böswilligen Attrappe attackiert. Ja, und Nesteblock, unser Lieblings-Schlossgespenst, hat uns gerettet. Und den will ich jetzt auch besuchen gehen, aber Moment bitte. Ja. So. Lüftung mal ausgemacht. 20 Minuten ohne Lüftung überlebe ich noch. So. Ah. Abgeschlossen. Oh, du bist echt gekommen. Entschuldige, ich habe nicht damit gerechnet. Hier gibt es es nichts viel, aber mach es dir bequem. Netzer Block, der DJ oder was? Die CD trägt den Titel Spook Tunes. Abspielen? Jo. Ba, 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 ba. Okay. Die CD trägt den Titel Spook Waves. Jo. Okay, die Musik ist nice. Die CD trägt den Titel Ghoulic Music. Ghoulic Day Music, jo. Halt mal an. Okay. Das ist ein Spinnennetz. Ein Flyer für einen Kuchenverkauf liegt bei. Ja, unsere liebe Spinne. Hi. Habt ihr Kuchen für mich? Wenn ich würde die gerne nehmen. So, Kuchen essen oder so. Möchtest du dir einige Songs anhören? Oder so? Habe ich gemacht. Was guckst du denn eigentlich gerade? Der Internetbrowser ist offen und zeigt einen Musikforum an. Okay. Okay, das ist wirklich so ein Musikgespenst. Möchtest du dir eine Songs anhören? Ja, habe ich schon. So, was haben wir hier? Ach, das ist mein Fernseher. Es gibt eine Sendung, die ich ganz gerne sehe. Manchmal. Okay. Jo. Okay, alles klar. Oh, hast du Hunger? Ich kann dir etwas zu essen machen. Oh, Nesteblock ist ein netter Gastgeber. Es ist ein Geister-Sandwich. Willst du es probieren? Jo. Du versuchst, in das Geister-Sandwich zu beißen. Es leitet einfach durch. Oh. Vergiss es. Nach gutem Essen lege ich mich am liebsten auf den Boden und fühle mich wie Müll. Das ist eine alte Familientradition. Möchtest du mitmachen? Ja klar, komm. Okay, folg mir kurz. Los geht's. Solange du dich nicht bewegst, bleibst du liegen. Das ist schon klar. Also beweg dich nur, wenn du aufstehen möchtest. Okay. So fühlt sich das... Wartet mal. Okay. Bleib mal ein bisschen länger liegen, Leute. Vielleicht passiert noch irgendwas. Aber... Sind wir nur ein kleiner Part der Welt? Oder sind wir die ganze Welt nur verpackt in einer Welt, die eine weltartige Weltkonsistenz hat? Ich lasse es mal. Ich glaube, es passiert noch nichts mehr.
Oh, nun, das war doch nett. Vielen Dank. Ich arbeite weiterhin an einer Mix-CD. Okay, ich gehe dann mal, mein Freund. Viel Spaß noch, wir sehen uns, okay? Ich hoffe, dass wir uns sehen irgendwann wieder so. Dann lass uns wieder wie Müll herumlegen. Okay. Alter, das hört sich jetzt hier gerade direkt wieder an nach dem Jingle von hier von Zerns. Es ist eine Schnecke. Auf irgendeinen Grund fragst du dich, wie sie wohl schmecken wird. Nein, ich esse keine Schnecken. Schleim, Schleim. Eine lange Reise steht dir bevor. Schleim, Schleim. Geh weiter bis zum Horizont. Schleim, Schleim. So verkündet es Sans Bowen. Okay. Ein zweites Haus war schon lange überfällig. Diese Schnecke zahlt 10 Dollarscheine. Okay, sicher, läuft bei der. Oh, Netzer? Seltsam. Ich arbeite gerade, ich meine... Willkommen zur Block-Familienfarm. Ja, ich bin der einzige Angestellte. Das Geschäft lief einmal sehr gut, aber unser größter Kunde verschwand eines Tages einfach. Jetzt kommt hier nur noch so ein behaarter Mann einmal im Monat vorbei. Okay. Nesta, möchtest du ein Spiel spielen? Es heißt Donnerschnecke. Die Schnecken machen ein Rennen und wenn die schnelle Schnecke gewinnt, gewinnst du. Nein. Oh. Ja, denn das Problem... Oder doch, warte mal, wir machen mal eins. Möchtest du ein Spiel spielen? Ja, ich möchte es mal spielen, denn es gibt hier so ein kleines, nices Easter Egg. Was ich jetzt einfach mal so machen möchte, so. Okay, drücke wiederholt Z zum Anfeuer deiner Schnecke. Bereit? Okay. 3, 2, 1, go! Komm, ran! Mach hin! Los! Hinmachen! Los! Los! Mach es! Mach es! Mach es! Los! Los! Okay. Hinmachen! Hinmachen! Bitte! Bitte! Komm! Komm! Mach! Mach! Rennen beendet. Oh, du hast deine Schnecke zu sehr angefeuert. Alter Erfolgsdruck hat sie richtig fertig gemacht. Oh. Okay. Aber es ist ein schöner Easter Egg. Also ich finde das so schön. Tschüss, Nessa. Nessa, ich gehe da mal, okay? So. Norden Blockfuhr, Osten Hotlands. Fragezeichen Temmidorf? Was? Temmidorf? Who's fucked this Timmer? Ah, Nack-Nack-Ent. Diese kleine Ente möchte dich hier rüberfliegen. Nimmst du das Angebot an? Ja, gerne. Alter, die Ente ist ja richtig heavy. Und diese Musik dabei. Ich komm später nochmal zu dir, okay? So, denn hier irgendwo... Hi, hey Sans. Ich überlege mir, in das Teleskopgeschäft einzusteigen. Ja, ja, bla bla, ja, ja. Kostet dir es nichts, wie wär's, hört sich's an. Gerne, vielleicht hast du irgendwas Neues gemacht. Okay. Nee, du bist nicht zufrieden? Keine Sorge. Du kriegst eine volle Rückerstattung. Okay, alles klar. Nice Cream Verkäufer. Warte mal, ich gehe nochmal jetzt hier, denn hier gab es ja das Easter, also hier das, wo ich nicht weiterkam in dem Moment. Moment. Da hinten war ja hier die Soundkulisse und da habe ich mich, wie gesagt, informiert drüber. Ach, leckt mich. Ist so was, Joshua.
Schnauze, schnapp, schnapp, schnipp, schnapp, schnupper, schrumpf. Alles ist so lecker und so duftet so gut. Willst du was? Komm her, ja. Ich zerstöre jetzt das Ausbildung Hobby-Talent. Ja, ja, Fresshalten. Gut. Ich will jetzt hier ein bisschen leveln gerade noch. Und was brauchst du? Wer braucht Schwimmsachen? Komm! Ja, Fresse! Ausbildung, bla bla. Ich muss mal hier kurz das Essen. Ah, Astronautenriegel. Ja, sicher, danke. Moment. So, beide tot. Wir haben Level up. Finde ich gut. Danke sehr. Bevor ihr jetzt denkt, dass ich hier beginne, alles jetzt umzubringen, ich will nur hier schnell durch, denn wie gesagt. Ah, oh, nicht du schon wieder. Hast du gehört? Du bist zurück. Ich erzähle dir ein paar ein großes Geheimnis. Okay. Ich gründe ein Band, hörst du? Ich nenne sie Red Hot Chili Peppers. Ich habe bisher nur über Namen nachgedacht. Und ich spiele kein Instrument oder singe. Nun, denkst du, wir werden beliebt? Natürlich. Ja, ich auch. Okay, cool. Schön, dass wir nochmal hier gehen, denn dadurch haben wir dieses kleine Gespräch noch miterlebt. So. Und zwar hier hinten, so wie ich mich erinnere, ist die Figur. Wenn wir einen Regenschirm mitnehmen? Ja, du nimmst einen Regenschirm. Wenn wir einen Regenschirm auf die Figur legen. Yep. Hören wir eine Musik. Und es erscheint gleich etwas oben ran. Wir warten jetzt einen kurzen Moment und genießen die Musik. Die ist auch, seht ihr da oben ist schon mal die Schrift. Die Musik ist auch wichtig für später. Denn die hat eine ganz besondere Bedeutung. Für alle, die jetzt nicht Undertale kennen. Alle, die schon kennen, die lachen sich und weiß und wissen, was ich damit gemeint habe oder was ich damit auch meine. Naja. Und diese Musik brauchen wir, um jetzt am Klavier zu spielen. Ich habe das mir schon mal aufgeschrieben einmal, weil mir das wichtig war. So. Hier steht ein Piano spielen. Yep. Ah, nee, warte mal. Seht ihr? Das war die Songmusik, also das, was wir spielen müssen. Dum, 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 dum. Und wir finden hier ein Secret. Ist das ein Twangbar? Ist das ein legendäres Artefakt? Mitnehmen? Yep. Du trägst so viele Hunde? Du trägst so viele Hunde. Wie so? Warte mal, so viele Sachen meinst du? Was? Du platzierst den Hund. Der Hund absorbiert das Effekt, das Artefakt. Hey! Haben wir den Hund wieder? Hundereste? Du verwendest die Hundereste. Die Reste des Inventars wurden mit Hundenreste. Nein! Leck mich fett! Achso. Ich wollte gerade sagen. Alter. Das wusste ich. Also das zweite wusste ich nicht, dass ich Hundereste bekomme. Okay. Ja, Leute. Ich gehe zum letzten Save Point zurück. Ich
Bin gerade leicht baff, um ehrlich zu sein, dass ich jetzt Hundereste habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge direkt wieder. Bis dann, alles Gute, bye bye und ciao. Leute, okay, alles klar, sicher.